Hey Leute, mein Name ist Stummel13 und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder Euro Truck mal dran. Ja, gestern war ich oder kam nichts, weil ich einfach wieder mal beschäftigt war. Was bei mir doch, wie ihr bemerkt, auch mal vorkommt. Ja, wir waren ja in der letzten Folge, das war ja diese Maut-Fail-Folge, so würde ich es mal sagen. Waren wir von Luxemburg nach Le Havre gefahren. Da sind wir dementsprechend jetzt auch, hab mich auch schon repariert und so. War ein Glück verhältnismäßig nicht unendlich teuer. Und ja, was nehmen wir denn? Das hier ist um einiges schlauer zu nehmen. Fahren wir nach Brest. Von Le Havre aus Abgassysteme. Dann haben wir auch im Idealfall die 100.000 Euro irgendwie geschafft. Sind ja immer noch auf dem Weg, einfach mal unsere Garage erweitern zu können. Aber jetzt ernsthaft für diese 0,paar Meter EP für 100 Kilometer gekriegt. Oh, nicht schlecht. Man, ich beschwöre mich nicht, aber. Hier beim Bahnübergang rüber. Weiter geht die wilde Fahrt. Mal schnell zur Firma da. Den Container abholen. Und dann hoffentlich mal mit ein paar weniger Unfällen durchkommen. Mal schauen, vielleicht. Aber, na, wird schon irgendwie schief gehen. Erstmal im Kreisverkehr rum. Ist auch schon immer eine sehr, sehr große Herausforderung. So, dann hier über die Brücke. Ist auch wieder viel zu schnell. Wie immer. Ein bisschen lauter machen hier. Hört man ja gar nichts. Weiter so. Macht nichts, wenn schnell geht. So. Dann hier rum. Eieiei, das ist ein sehr komplizierter Weg hier zu der Firma. Darf ich schon nur 30 fahren, weil man ist ja anscheinend direkt am Hafen. Ich glaube, wir können ja auch schneller fahren. Hier wird die Polizei, denke ich mal, nicht zwingend hinkommen. So. Da sind wir. Ja, wirklich perfekt hier am Containerhafen. Da steht dann auch der Container mit den Abgas, links die Bums, siehst du da. So. Holen wir uns den hier mal ran. Boing, boom. Und dann geht's die 541 Kilometer nach Brest. Das ist wieder ein bisschen länger, aber kam jetzt wieder keine Folge, deswegen sollte das irgendwie akzeptabel sein. So, fahren wir mal den ganzen Weg hier wieder zurück. Aus Le Havre, Le Havre, whatever. Die Franzosen sprechen ja eigentlich an sich kein Hafen, daher wird es Le Havre sein oder irgendwie so. Wenn wir es ganz streng nehmen hätten wollen. Was ist denn jetzt schon wieder? Komm weiter, du blödes Ding, ey. Dann
hätten sie eigentlich Lavre sagen müssen, aber naja. Dann schauen wir mal. Wieder zurück über die Brücke. La 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 la. Wofür sind die Schranken hier eigentlich? Ist das eine Klappbrücke oder was? Scheint ja schon. Würde mich wundern, wieso auf der Seite hier keine Schranken sind. Komisch. Oder war das nur das kleine Stück? Man weiß es nicht. So. Ist aber schwer zu schnell. Gott, ist das nervig, ey. Stadtverkehr sei nicht schön. So. Danke. Guck mal, Leute, ihr müsst nur hupen. Dann geht die Ampel automatisch auf grün. So, hier schnell der Bahnübergang rüber. Hier fährt aber eh kein Zug, von daher ist das auch ziemlich egal, glaube ich. Dann geht's hier gleich wieder auf die Autobahn rauf. Dann startet die Reise nach Brest, das ist richtig. Ausgangsschild von Lavre, da oben ist anscheinend auch schon wieder irgendwas los. Kommt auch gleich wieder eine Mautstation. Wie wundervoll. Mal gucken, ob wir da denn sicher durchkommen. Immer noch so verarscht, ey. Ich kann mir bis heute nicht erklären, woran das gelegen hat, dass wir da einen Unfall gebaut haben. Da sind wir. Was ist das da links für eine komische Röhre, die da aus dem Himmel steigt? Das ist irgendwie so gefühlt so aus wie so ein Tornado oder irgendwie so. Was ist das da für ein Lichtstrahl? Ach so. Ah, es ist eine Brücke. Okay. Der selber ist das für ein komischer Lichtstrahl. Das ist hier eine Brücke. Achso, na dann. Die Pfeiler hier werden nur angeleuchtet. Ihn hier mal schnell überholt. Rennen, 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 rennen. So, dann kommt auch gleich schon wieder die Mautstation auf der anderen Seite der Brücke. Wunderbar. Wenn du in Frankreich bist, gibt's da immer nur Mautstation. Da bist du weniger oder bist du weniger am Fahren, als was du an Mautstation bist. Meine Werbung für Frankreich. So.
Weiter geht's. Rechts ist Richtung Nord. Woher? Macht nichts, wenn es vielleicht ein bisschen schneller geht. Oh nein, ne? Okay, es geht doch nicht rechts. Richtung Nord. Gott. Wie sollen wir denn jetzt fahren? So. Oh ne, ne. Oh, das ist immer wieder die Umleitung schlechthin, ne? Fahren wir hier Richtung Clermont. Gott, ja dann wird das ja auch noch wieder eine schöne XXL-Folge hier. Ja, ernsthaft. Das ist auch immer diese Momente, in denen du sowas wirklich nicht gebrauchen kannst. Zeitlich ist das eigentlich kein Problem, aber schön ist es jetzt trotzdem nicht. So lang wollte ich jetzt eigentlich auch nicht, dass die Folge geht. Hier oben auch, also sag mal, können die Franzosen kein Auto fahren oder was? Oder? Achso, ne, ich glaube, das ist wegen dem Unfall, dass hier dann abgesperrt ist. Aber also, eieieiei. So, ich fahre hier gleich rüber. Zur Raststation will ich jetzt hier nicht. Ich hoffe, ich irgendwann auch wieder tanken muss, tatsächlich. Eigentlich hätte ich sogar doch tanken können. Weil jetzt durch die Umleitung hier doch nochmal wieder um einiges mehr raufkommt. Ja, dann nehmen wir die nächste Tankstation. Ja. Ey, aber das nervt mich jetzt wieder so abgrundtief, ey. Sitzt so einmal Ruhe nach. Wo wollen wir nochmal hinfahren? Bres? Warum kommt da wieder so ein Mist dazwischen, ey? So eine Verarsche. Können wir schaffen, finde ich mal. Geil. Was ist denn hier schon wieder rechts? Ne, hier nicht. Oh, jojo. Dann wäre ich jetzt aber sowas von durchgedreht. Wäre ich jetzt auch noch abgebogen. Da nicht. Hier müssen wir erst rechts. Sehr komplizierte Streckenführung. Weiter geht die wilde Fahrt. Und euch bitte nicht ein Beispiel daran, dass ich zu schnell auf der Auffahrt fahre. Danke. So, jetzt hier rechts. Holen wir uns nämlich doch jetzt schon mal schnell ein bisschen neuen Sprit. Kostet uns zwar natürlich Geld, aber ist das so? Kommen wir ja nicht dran vorbei. 100.000 sollten wir trotzdem noch locker zusammenkriegen. Das wird jetzt nicht mehr als 1.000 Euro kosten eigentlich. Eigentlich. Na doch, 1.059, aber es ist trotzdem noch gut verschmerzbar, glaube ich. Das wäre jetzt aber nicht gut verschmerzbar gewesen, hätten wir jetzt dafür, was wir gerade wieder los waren, Schaden gekriegt. Was schon wieder nicht, was da jetzt schon wieder los war. Irgendwie ist dieses Spiel irgendwie ein bisschen weird. Falls nicht, bleibe ich da immer stecken irgendwo, oder was ist das? Muss ich ja eigentlich, aber dann wäre das ja eine komische Konstruktion. Wenn Elga wieder stecken bleiben würde. So, dann geht's jetzt mal weiter. Das war knapp. So,
Dann sind wir jetzt, glaube ich, ungefähr bei der Kilometeranzahl, die wir gehabt haben, als wir gestartet sind. Super, wunderbar. Aber immerhin regnet es nicht. Das ist doch auch mal was Positives. Auch eine sehr große Seltenheit in diesem Spiel, dass du mal gutes Wetter hast. Hier über die Brücke rüber. Auf der A28. Sieht ja auch wirklich sehr, sehr viel. Weiter. Auf die Brücke wieder. Wie viele Brücken sind hier denn, sag mal? Das ist ja schlimm. Ach ja, das wird noch eine schöne Tour, ey. 470 Kilometer noch. Das wird sicherlich gefühlt eine Folge, die eine Stunde dauert oder so. Wunderbar. So gefällt es einem doch. Ich gefühl gleich einen Livestream draus machen können. Ei, 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 ei. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. So. So, hier sind wir gleich in Le Mans, wo auch das schöne 24-Stunden-Rennen ist. Gleich noch 400 Kilometer. Schlimm ist, es ist zurzeit halt einfach auch so unendlich warm, ey. Kriege ich ja schon Schweißanfall gefühlt. Jetzt geht's wieder Richtung Nord. Diesmal geht's auch wirklich Richtung Nord. Unglaublich. Aber war 400.
100 Kilometer. Hier rüber über die Brücke. Eieiei. So, im Spiel noch 5 Stunden. Dann sind wir da. Weiter Richtung Rem. Stade Rem. Oder gibt es doch den Fußballclub, oder? Da ist das Stade Rem. Stade Rem, ne? Ach, ich bin auch zu blöd für. Wie heißt denn das, der Fußballverein von Rems? I don't know. Kenne leider nicht jeden Fußballverein auf der Welt. Aber immerhin schon ganz unten. Gleich wieder eine Raststätte vorbei. Kommt dahin auch irgendwo mal eine Mautstation tatsächlich wieder. Wie wunderbar. Hust, hust, hust. Rechts VR Transport. Heißt Transport auf Französisch Transport oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Point heißt eigentlich Punkt. VR Transport Punkt. Ich weiß es nicht. Ganzen Kurven. Dann kommt ja auch gleich mal wieder die gute alte Mautstelle. Bloß, dass sie nicht gut ist. Alt vielleicht, aber gut nicht. Plage. Ne, Pisch. Pesch. 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 Piage. Man merkt definitiv, dass ich in der Schule Französisch habe. Glaube, bei den Stadtnamen hilft mir das tatsächlich, aber beim Rest dann auch nicht. Du musst ja auch überziehen, ne? Dann hier so langsam machen, also. So, jetzt muss er gleich schon rechts abbiegen, ey. Oh. Mein Gott, ey. Vorhin, als ich immer von der Schule gekommen bin, war hier auch ganz schön viel Verkehr. Oh, ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Ah, ja. Der ganz vorbildliche Schüler fährt mit dem Fahrrad. So, schied auf Geschwindigkeitsbegrenzung. Muss zum Ziel kommen. Nützt alles nix. Sonst kriege ich Ärger vom Chef, ne? Das wollen wir ja nicht. Das ist hier jetzt wieder 80. Wieso ist hier jetzt 80? Wieso ist hier nicht 90? 90 km/h fahren, nicht 80. Wir fahren jetzt einfach 90. Wie gesagt, irgendwie in dieser Folge juckt mich die Geschwindigkeitsbegrenzung mittlerweile auch nicht mehr. Ich will einfach nur noch ans Ziel kommen. Und wenn alle nur 80 fahren, dann kann die Polizei uns auch nicht einholen, sodass wir definitiv auch keine Strafe kriegen im Idealfall.
verstehe aber trotzdem noch nicht, wieso hier jetzt nur 80 ist. Ich werde es höchstwahrscheinlich auch nie verstehen. Oh, da links wurde wieder wer angehalten. Schlimm, schlimm. Ich muss schon gehen, ja. Also 250 Kilometer noch und dann haben wir es auch endlich irgendwann mal geschafft. Glaube ich. Glaube ich zu meinen, dass ich es denke. Das war ja einmal kurz 90 und dann ist er wieder 80 oder was? Also sag mal. Das sehe ich nicht ein. Ich fahre hier mit 90 durch, ey. Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir. Danke. Geschwindigkeitsbegrenzung sind ganz was Wichtiges. Kann auch schnell mal was in die Hose gehen und dann hat man den Salat. Wenn man den Salat denn überhaupt noch erlebt. Abfahrt, die gleichzeitig auch eine Auffahrt ist quasi. Kurz etwas langsamer oder auch nicht. Ich mache sogar eher noch schneller. Hier ist auch endlich wieder 90, so wie es uns gefällt. Kilometer noch und dann haben wir diese Erweiterung der Fahrt auch nicht geschafft, ey. Eieiei, was für eine Fahrt. Das ist wahrscheinlich, wenn wir ansonsten wäre die Umleitung da jetzt nicht gewesen, schon irgendwie da oder so. Überholen durch die Kurven. Eieieiei. Raststätte vorbei, ja, so. Hier an die Kurve geht's wieder weiter Richtung Westen. Hier ist wieder eine 80, aber diesmal leider auch mal ein Blitzer, sodass es hier ziemlich dumm wäre, zu schnell zu fahren tatsächlich. Und da ist noch wieder ein Unfall. Ach ja, Stau oder stoppender Verkehr, würde ich mal sagen. Leider hat die KI auch noch nicht ganz das Reißverschlusssystem verstanden.
hat sie definitiv nicht. So. What happened here? Analyse, ein Auto ist ausgebrannt. Ganz kurze Analyse, kurz und knackig. So, geht's hier jetzt über eine Straße, wieder Brücke. Über eine Straße fahren wir schon die ganze Zeit. Mittlerweile ist es auch wieder hell geworden. Das heißt, wir sehen tatsächlich auch noch mal was von der schönen Natur Frankreichs. Ein Land, in dem ich auch gerne mal Urlaub machen würde, glaube ich. Aber das Thema hatten wir schon tausendmal, wenn ich überall Urlaub machen werde, wo ich in diesem Let's Play Urlaub machen will, dann habe ich auch mein Leben aufgebraucht, glaube ich. Sehr, sehr schön auch hier der Fluss, der da unten fließt. Was auch immer das für ein Fluss ist. Kommen wir gleich an Rostov vorbei. Kilometer noch. Ja, rechts Zugstrecke. So. Dann haben wir die Fahrt auch irgendwann bald mal beendet. Und endlich über 100.000. Fehlen uns immer noch 80.000, aber immerhin. Dann werden wir auch irgendwann mal unsere Garage haben. Irgendwann unseren ersten Mitarbeiter haben, vielleicht so Richtung Folge 50. Vielleicht ist das sogar noch ein optimistischer Zeitplan, ich weiß es nicht. Aber wenn wir vielleicht auch irgendwann nochmal einen Livestream hier machen oder so, sollte das eigentlich irgendwie im Bereich des Möglichen sein. Und wir leveln ja auch immer weiter auf. Komma, sodass wir dann ja auch irgendwann immer weiterhin mehr Geld für spezielle Aufträge kriegen. Wodurch das Ganze dann ja auch immer schneller vorangeht. So. Oh, was war sein Auftrag da jetzt rauszukommen? Ich meine, ich bin bisher noch ohne Prozent Schaden hier, ne? Dann hätte ich, wäre jetzt hier, auch wenn es nicht geht, aus dem LKW ausgestiegen und hätte ihn aber mal links und rechts eine gebraten, glaube ich. So, jetzt sind wir Brest auch schon auf dem Navi. Rechts ist anscheinend irgendwo ein Flughafen. Ist aber nicht wo. Aeroport. So. Dann haben wir es gleich geschafft. 30 Kilometer noch. Nicht mal mehr. Sehen jetzt, glaube ich, schon die ersten Gebäude von Brest oder für ein Flugzeug. Kurze Analyse. Könnte eine 777 sein. Und auch eine 787 sein, ich weiß es nicht genau.
Schließlich ist das hier auch kein Flight Simulator, sondern ein Euro Truck Simulator, ein LKW Simulator. Da ist ein Unterschied. Da sind die Flugzeugmodelle vielleicht dann auch nicht die allerbesten. Das Hauptmerkmal eines Flugzeugs, an dem man die im Idealfall immer erkennt, ist entweder das Fahrwerk oder sowas. Haben wir da ja gerade auch nicht gesehen, deswegen ist das auch egal. So, erster Aufenthalt in Brest. Wir werden hier gerade wieder runtergebremst wie sonst was, weil dieser LKW zu sozial ist und den Bus hier vorbei lässt. Die 4 Kilometer müssen wir jetzt noch ohne Unfall überstehen. Das sollte auch heute nicht irgendwie ansatzweise im Bereich des Möglichen liegen. Hier geht es jetzt auch runter. 80. Da ist 70. Dann wird es gleich auf 50 sein. Kurz gesagt, hier jetzt Brest. Oder ach so, ne, was war kurz 80, jetzt 70. 'Ich würde mal behaupten, so schnell kommt das schnellste Auto der Welt nicht von 50 auf. Auf 80. Ne, von 70 auf 80, oder? Ach, ich krieg nicht mehr. Von 70 auf 80, oder? Na, wenn man gute Reflexe hat, vielleicht. Da hinten fährt eine schöne Straßenbahn tatsächlich. Ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Spiel, dass ich eine Straßenbahn sehe, tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass die existieren in diesem Spiel. Aber das ist auch schön. So, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht, ey. Oh Gott. Ich glaube mir gar nicht, wie sehr mich das freut. So, dann noch schnell das Ding einparken. Und dann hätten wir das auch geschafft, endlich. Boing, 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 boing. Kriegen wir sogar noch das Level ab mit reingedrückt, sehr gefällt mir. Wir gehen weiter auf hochwertige Fracht. Wird das fertig haben, kommt dann die zerbrechliche. Und hier ist die magische Zahl: 103.701. Wir sind über den 100.000 Leuten, Jungs. 100.000 Leute? 100.000 Euro. Ich kann nicht sprechen. Aber es ist ja auch. Kommt höchstwahrscheinlich davon, dass ich jetzt sagen wollte. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ja, dann lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann habt ihr mal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.